Hey, ich bin Timo und das hier sind die 10 besten Date-Düfte aller Zeiten. Wenn der Date-Gott mich nur ließe, ich würde diese Düfte auf jeden Fall, ja, ich würde sie nehmen. Wie sieht's bei dir aus? Was ist dein liebster Date-Duft? In die Kommentare damit, da bin ich mal gespannt. Aber hier sind meine 10. Ich habe hier kein Ranking gemacht. Nein, habe ich nicht, sondern habe alles so irgendwie einfließen lassen. Ja? Jedes Budget ist hier dabei, von 30 Euro bis 300. Ja, und jede Altersgruppe, vom Teenie bis zum Senior, ja, so wie ich. Und auch verschiedene Jahreszeiten, Sommer, Herbst, Winter. Du kennst die Jahreszeiten hoffentlich. Ja? Gut, ready or not, mir ganz egal, hier kommen meine 10 liebsten Date-Düfte. Und diese Liste wird dir bestimmt noch so ein oder andere sexy Stunden bringen, bin ich mir sicher. Vielleicht auch mit dem hier. Das hier ist italienische Sexiness. Die Italiener, die haben nicht nur schöne Girls, schöne Mode, interessante, tolle Städte. Sie haben auch wunderbare Parfums. Und das hier ist ein Beispiel. Greti, You're So Vain. Im Opening ein geiler Früchtemix. Rote Früchte, schwarze Johannisbeer. Und im Drydown wird es so ein holziger Tabakduft. Ja, für mich absolut das Beste, was dieses Jahr im Jahr 2022 rauskam. Und ich muss euch sagen, die Haltbarkeit ist vielleicht jetzt nicht die allerkrasseste. Nein, könnte doch ein Ticken besser sein, aber ist so gerade noch in Ordnung. Und willst du Dolce Vita und ein Date zusammenführen? Dann mit dem hier, You're So Vain. Weiter geht's mit dem Dion Sauvage für alle, die Dion Sauvage nicht mehr riechen können oder wollen. Die Rede ist von Dion Sauvage Elixir. Ausgestattet mit guter Haltbarkeit, Silage ist auch top. Sexy Vibes, natürlich müsst ihr Lakritz mögen, denn diese ja, Duftnote ist schon recht präsent. Ansonsten noch Ambroxan und Hölzer hier mit am Start. Der passt für jede Situation, hat auch so einen gewissen frische Kick, was für ein Date ja auch mal ganz gut ist, wenn es heiß hergeht. Ja, dein Date wird es sicherlich freuen, wenn du den hier drauf hast. Je kälter, desto besser. Dion Sauvage Elixir. Ein cremig, süßes Träumchen ist dieser Duft. Roberto Ugolini, Marzocco. Eigentlich reicht diese Beschreibung schon und man kann aufhören. Nein, trotzdem, wir bleiben am Kurs. Denn das hier war ein Duft. Habe ich gerochen zum allerersten Mal und dachte, okay, wow, geil. Beim zweiten Mal riechen, okay, kaufe ich sofort. War mir egal, wie teuer der war, um die 200 Euro für 100 ml. Aber ganz ehrlich, ihr kriegt einen fruchtig, süßen, so sexy, charmanten, lässig, cremigen, oh, geiles Teilchen. Und ich kriege hier keinen einzigen Cent von denen, ja? Immer dran denken. Was willst du denn mehr als geil zu riechen? Und das kannst du mit diesem hier auf jeden Fall einkassieren. Und jetzt höre ich schon da auf den billigen Plätzen, ja, die Haltbarkeit. Ja, so ganz Unrecht habt ihr nicht. Haltbarkeit ist so okay. Ja. Nach 6 Stunden kann man vielleicht nochmal nachsprühen und er sagt, ey Mädel, komm mal ein bisschen näher hier. Mein Duft strahlt nicht mehr so doll aus. Kann Plan B sein. Aber ein Wahnsinnsträumchen. Ja. So geil, mein aktueller Duft. Crush, Marzocco. Was passiert, wenn man Dion Sauvage und 1 Million Lucky zusammenführt? Ja, es kommt wahrscheinlich dieses Duftkind dabei raus. Ambassador for Man. Süß, fruchtig, Mandarine, Mango. Hat auch was Dunkles, ja, durch Patchouli und Amber. Und deshalb natürlich absolut sehr gut geeignet für ein Date am Abend. Ah. Der ist schon ganz schön geil. Passt formell, der passt aber auch casual, super gut. Haltbarkeit obendrein, absolut in Ordnung. Vom Preis her sind wir irgendwo bei unter 100 Euro. Kann man mal machen. Ja, viele sagen, ja, der ist mir zu synthetisch. Klar, ist immer Geschmackssache. Ich finde es aber absolut in Ordnung. Und wenn ein Girl süße Düfte mag, dann hast du mit dem hier leichtes Spiel. Denn er hier, ja, ich würde mal sagen, er ist ein Botschafter des Sexiness. Kommen wir zu einem wahren Sommertraum von einem Duft. Du hast vielleicht kein Geld für Urlaub, hast den Duft aber bei dir rumstehen. Riech dran und zumindest deine
Nasenflügel, die werden auf den Seychellen sein. Ja. Oder du nimmst ihn einfach für ein Date im Sommer. 30er plus, wow. Der Duft hat Lebensfreude pur und die wirst du damit auch ausstrahlen. Die Rede ist von Tom Ford's Mandarino di Amalfi. Wow. Wie riecht der? Du kennst ihn noch gar nicht. Stell dir vor, du bist in Italien am Strand. Deine mit Sonnencreme eingeschmierte Hot Wife liegt neben dir. Auf der anderen Seite Zitrusfrüchte und Jasmin. Das ist absolut ein Hammer, Leute. Tom Ford's Mandarino di Amalfi für ein Date im Sommer. Mmh, perfekt. So oft ich diesen Duft erwähne, dann müsste ich eigentlich mal langsam Jeremys Ferrari fahren dürfen, oder? Die Rede ist von Fragrance One Date. Ich krieg von ihm leider kein Ferrari oder auch kein Geld dafür. Trotzdem finde ich diesen Duft absolut gut und die Brand gibt es bald nicht mehr. Deshalb vielleicht nochmal schnell auschecken, bevor es zu spät sein kann. Ihr mögt es süß, mit Haltbarkeit, dann seid ihr mit diesem Duft sowas von gut am Start. Fruchtige Süße mit Zitrone, Mandarine, Bergamot treffen auf. Ja, dunkle Hölzer mit Ambroxan und ganz ehrlich, es ist kein komplexer Duft. Ja, aber er kommt trotzdem an, ne? Habe ich ganz vielen Damen und Herren auch gezeigt, die fanden ihn alle gut, ne? Von daher, ihr wollt einen Date-Duft haben, der euch nicht im Stich lässt und geil süß ist. Ja, ich kann ihn euch empfehlen. Fragrance One Date. Ja, diesen Duft würde ich auch nehmen. Gerade wenn ich nicht weiß, was ich nehmen soll. Ich habe jetzt ein Date. Was nehme ich? Ja, ich würde ihn nehmen. Aventus von Creed. Er ist einfach ein Dauerbrenner. Und ich rede immer mal wieder mit welchen. Und dann trauen die sich gar nicht zu sagen, dass die Aventus mögen, weil viele in der Community sagen, zu oft getragen und Badges hin und her und Haltbarkeit. Aber ganz ehrlich, die Duft-DNA ist nice. Ja, das sagen mir immer wieder Leute, wenn ich mit denen schreibe. Na, gerade wenn ich diesen Duft mal länger nicht gerochen habe, dann ist schon mega geil. Ja? Den Duft, den kannst du dir raufknallen, wenn du einfach gar nicht weißt, was du nehmen sollst. Super Allrounder, egal zu welcher Jahreszeit. Welche Uhrzeit, welches Girl, was ihr da vorhabt, der passt einfach wirklich. Ja. Und deshalb ist er auch hier mit dabei. Einer der besten Date-Düfte überhaupt. Er funktioniert einfach und deswegen machen ihn so viele nach. Aventus von Creed. Beim ersten Mal riechen dieses Parfums hier, da dachte ich an eine warme Zimtschnecke. Aber das ist ein bisschen zu vereinfacht gesagt. Denn hier passiert natürlich noch ein bisschen mehr. Ja? Tabak kommt hier mit ins Spiel und hat auch später sowas Kirschiges am Start. Und den würde ich auch jetzt nicht beim allerersten Date nehmen, aber so beim dritten, vierten. Denn für mich hat er etwas Vertrautes, was er ausstrahlt. Und zwar ist die Rede von Parfums de Marlis Harrod. Herbst, Winter, nimm den hier. Gerade wenn es entwickelt sich etwas Ernstes zwischen euch, dann nimmst du den hier. Und ich glaube, dass die kommt nicht mehr von dir weg. Ist schon geil. Ist schon richtig, richtig geil. Das hier ist Kategorie Kuschelduft für etwas ernstere Stunden. Trotzdem, ja, den kannst du nehmen, wenn du jugendlich bist oder ein bisschen älter. Ist Unisex, nimm den auch als Frau, ja, wenn du den ein bisschen ernsthaft an dich binden willst. Fürs erste Date würde ich ihn jetzt nicht so sehen, aber so drittes, viertes, fünftes, so, ne? Lecker, sexy, sweet. Bist du mit dem hier? Harrod von Parfums de Marly. Natürlich ist er dabei. Er ist beruhigend, aber dennoch sexy. Die Rede ist von Louis Vuitton Imagination. Oder wie ich ihn nenne, Imagination. Wie toll und sexy kann ein Teedorf sein? Irre. Für mich strahlt er etwas Beruhigendes aus, aber auch was Geradliniges. Ist dennoch maskulin. Und ja, er ist für mich ein Confidence Booster. Okay, den kannst du eigentlich eher an etwas wärmeren Tagen nehmen, aber selbst wenn es ein bisschen kälter ist. Whatever. Passt trotzdem sehr gut. Und ich fühle mich damit wirklich, wenn ich den nehme, ich bin ein hässlicher Vogel, aber ich nehme den hier, ich fühle mich direkt 10% hübscher. Ja. Du bist 18, 19, 20 oder du bist 59, 60, egal, den kannst du nehmen. Ja. Der passt einfach zu jedem Kerl. Einfach raufsprühen, sexy fühlen. Viele sagen, der ist recht leicht und so. Und ja, ne, das müsst ihr wissen. Das ist jetzt kein tiefer, warmer Duft. Das ist hier kein Naxos oder so. Nein, ihr mögt Freshies und ihr wollt mit einem Freshie auf ein Date. Ey, dann nimm den. Ich fühle mich dabei wie ein junger Gott. Junger Gott ist ein gutes Stichwort für unseren letzten hier. Der Duft der jungen Casanovas da draußen. Ganze Discos riechen nach ihm.
Ja, und zwar fresh and sexy. Ich würde ihn nehmen. Wäre ich 18, 19, 20 und würde die Discos dieser Welt erstürmen? Tja, mit Sicherheit mit dem hier. Gerade weil er nicht so teuer ist. Die Rede ist von Versace Eros. Gerade das EDT. Sehr fresh, sehr jugendlich. Wow, absolut. Ja, ich würde viele Körbe bekommen. Na, weiß ich. Aber wäre ich dann weg? Ja, und die Mädels unter sich würden sagen, oh, was war das denn für ein komischer Kauz? Ja, aber er roch so sexy. Ja, da hast du leider recht. Na? Ganz ehrlich, ein Gott der Liebe kannst du sein mit diesem hier. Und du musst nicht so viel Geld ausgeben. Absolut. Ja, Versace, Eros. Da sind wir auch schon am Ende des Videos. Und jetzt seid ihr dran. Was ist denn dein liebstes Date-Parfum? Oder welche Düfte müssten hier noch in den erweiterten Kader rein der besten Date-Düfte aller Zeiten? Ich bin mal gespannt, was du noch so für Tipps auf Lager hast. Und hast du noch ein bisschen Zeit auf Lager und weißt jetzt nicht, was du tun sollst? Kann ich dir sagen. Ein paar Videos von mir gucken. Ha, hier. Das hier war ganz informativ. Das war auch ganz interessant. So, jetzt hast du was zu tun. Mach mal deine Hausaufgaben und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Dein Duft Eros Timo. Küsschen von mir. Puh. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Okay? So, ciao, ciao.